Mario begrüßt euch heute wieder zum schönen Strand und wir haben eine Abschlussprüfung vor uns. Wir müssen tatsächlich einen Panzer holen, einen goldenen Panzer. Ich guck mal, ob ich den nicht irgendwo anders finden kann. Achso, das war ja nur der Quatsch hier. Ja, stimmt ja. Stimmt ja, aber das gibt viele Sternteile. Wartet mal. Natürlich, wenn ich so wenig wie möglich hier zerstöre, dann, aber auch nur dann. So, okay, zack. Und hoppala. Ja, oh. Sorry, Gumpel. So, und yeah! So, Kumpel. Alter, der wollte gerade wieder aufstehen. Habt ihr das gesehen? Zack, zack. Und jawohl. Und raus hier. Also. Nein! Jetzt komme ich hier Sprung kurz einfach. Und dann wieder weg. So, komm, Mario. Schwimm einfach weg. Gut. Oh, war mit dem Kopf. Mario, schwimm da mal. Was macht er denn? Er bewegt sich kaum noch. Aber wenn ich schüttel, dann springt er. Wieso? Ah! So, wieder im Wasser, endlich. Kamera mal umdrehen. Wo ist er? Ach, da ist er. Der Arsch hat den goldenen Panzer. Wieso bringt er nicht an Land? Wir sollen ihn jetzt klauen. Ah, er hat den Panzer. Oh, zeigt nicht mehr. So. Ah, er hat mich aber geschnitten. Wie kacke, einfach geklaut. Tja. Ich war nicht der Erste, der ihn gefunden hat, aber ich habe ihn geklaut. So machen es die wahren Champions. Oh nein, nein! Oh! Jetzt ist er weg. Ich wollte gerade schütteln, um aus dem Wasser rauszukommen. Und dann bin ich schon draußen und smash den voll weg. Ist klar, wo ist der hingeflogen? Ich glaube, er ist für immer verloren. Ich gehe sterben. Nein, wartet mal. Die unten haben ihn bestimmt wieder. Ja, er hat ihn da wieder. Der Olle sagt, der gibt ihn her. Er war so ein komischer Stern. Mir gefällt gerade irgendwie die Steuerung im Wasser nicht. Was, der hat's drauf? Was haben die gerade gesagt? Ich keine Ahnung, ihr könnt es ja gerne durchlesen. Ich mach's auch beim Schneiden, lese ich mit Oder mal durch. So, jetzt komm raus hier, Mario. Was macht er denn? Für so ein Looping? Wieso? Wieso hat er ihn schon wieder hier offen? Oh, ich hab doch gar nicht geschüttelt. So, wie gefällt mir die Wassersteuerung nicht mehr? Die ist komisch. So, komm schon. So. So. Ah, gab mich aber schon. So. Ganz sachte, Mario. Geh aus dem Wasser. Ich schüttel jetzt auch überhaupt nicht. So. Muss mal langsamer werden. Jawohl. So. Okay. Ganz ruhig die Fernbedienung halten. Jetzt bloß nicht schütteln. Denn wir kriegen einen Stern. Von diesem Pinguin. Aber keiner darf verraten, dass wir den geklaut haben. Den anderen Schülern. So. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass du ihn tatsächlich bringen würdest. Na, die anderen waren einfach zu faul. Na, dann gebe ich dir eine riesige Goldmedaille. Schon der zweite Stern, den der hat. Sehr gut, Mann. Dankeschön. Siehst du wunderschön. Ja, das hast du gut gemacht. Aber bist du überhaupt einer meiner Schüler? Nö. Hier, Mann. Oh, für die Wampe. Und da sacken wir ihn ein. Ganz unfair eigentlich, aber hey. Ah. Und wuppa. Tada. Wieder ein Stern in der Küche. Gehen wir gleich nochmal hin, holen uns den letzten. Tada. Schon 33 Sterne. So. Danke, danke, danke. Nein, noch nicht. Speichern. Sweet. Boah, schon wieder 500 Sternteile. Boah, die Phantomgalaxie wird auch groß. Wir können schon längst dahin. Bowser Juniors Schiffswrack. Mit dem grünen Stern. Ach, Mann, ich entdecke immer wieder viel mehr. Das ist schön, Bunnings. So, was ist das jetzt? Das Rätsel der Strudelhöhle. Ein Rätsel in einer Höhle. Das ist ja so grusel. Wo bin ich denn jetzt? Also, okay. Oh Gott. Zack, da sind wir wieder. Okay, also gleich mal abtauchen, würde ich mal sagen. Oh, halt, was ist das denn hier? Hier sind Liane mit Sterndingern. So, wow. Was zum... Yeah, geil. Das geht zwar gar nicht, aber... Scheißegal. Und Flatsch. So, natürlich nehme ich mir erstmal einen Panzer, der da schon so vorwurfsvoll liegt. Und werde damit die Wand einhauen. Hier liegen überall Panzer. So, na, Kleiner, brauchst du mir nicht zu sagen. Hier. Yeah. Wow, cool, Mann. So.
Das ist also das Geheimnis der Strudelhöhle. Na, noch sind wir ja erstmal nur drin. Da hängt eine Fledermaus an der Decke. Die ist creepy. Und ich wollte sie gerade töten, aber... Jawohl. Gott, ey, Goombas. Warum sollte eigentlich Mario... Also wie billig. Warum sollte eigentlich Mario nicht in der Lage sein, einen Goomba normal zu kicken? Nee, Mario kann ihn nur kicken, wenn er gerade bewusstlos ist. Oder wenn er gerade auf seinen eigenen Kopf rumbaumelt. So, was hat hier? Ein riesen Megakorken? Oh. Oh Gott. Oh! Ah, okay. Dadurch kommen wir jetzt hier oben hin und... Bams. Das sieht geil aus. Hopp. Ich will einfach mal das Leben... Verschwindibussen. Hier dürft ihr nicht vorbeikommen, oder? Okay, gut. Er geht wieder zurück. Schaffe ich den Sprung nach da? Nee, ich glaube, da ist hier so eine sichere Brücke. Oh Gott. Okay, komm. Oh nein. Ah, er kommt zurück. Na gut. Oh nein, nein. Oh, ich dachte, der wäre auch noch am Boden. Oh. Sorry. Da war ja gar kein Boden mehr. So, dummi. Das ist ja gar nicht die Mucke. So. Mit dem Gummi zusammen platt gedrückt. Sorry. So, jetzt aber hier schnell durch. Gut gemacht. Dann haben wir jetzt hier nochmal das Leben. Hier kann man sich einfach ganz schnell wieder ein Leben holen. Voll easy peasy. So, jetzt muss ich hier, okay, muss ich auf den aufpassen. Genau, kennt man aus Mario 64. So, schnell vorbeigelassen. Und dann können wir jetzt hier wieder lang gehen. Und dieser Weg sieht komisch aus. Er dreht sich nämlich mit. Okay. Do it down. So, okay. Ja. Tschüss, Mann. So. Was bleibt man da? Oh Gott, ey, hier so ein schwarzes Loch hier. Oh. Ah, Gaums. Verdammt, passt. Da oben ist der Stern. Okay, ich weiß jetzt bloß, wenn ich auf der falschen Seite bin. So. Ach so, klar, dass der uns nicht durchlässt, ey. Hopp. So, einfach mal eine Abkürzung genommen. Was ist das hier? Okay, Okay. Warte, ich muss gucken, was der da macht. Oh Gott, das war klar. Ups. So. Oh Gott. Okay. So, lass mich durch. Oh, wir sind da. Oh, gut. Knacks. Knacks. Tada. Ja, so geheim war das jetzt nicht von der Strudelhöhle, weil das hat man ja die ganze Zeit, da musste bloß auf der Insel in den Himmel gucken, schon hat man die Welt hier gesehen. Ist egal, wir haben den Stern. Wonderful. Jetzt können wir uns die Phantomgalaxie noch reinziehen. Ob da jetzt echt Geister sind, sieht aus wie so ein Geisterhaus. Yeah! 34. So, Speichern brauchen wir auch noch nicht. Nein, nicht saven hier. So, oh, hier haben wir einen Kometen. Und hier gibt es einen Fragezeichenstern. Hier gibt es einen Fragezeichenstern, okay. Also einen, den ich übersehen habe, oder was? Erstmal hole ich mir den Kometen. Was, bist du auch noch ein Grün? Nee, oder? Anflug auf Tempokomet! Okay, dann machen wir auch mal Tempo. Dum, bam, Tempomodus. Himmelkorridor. Oh nee, nicht der Kontakt von eben, oder? Das von eben auf mega schnell. Oh, gut. Ja, gut. Na, super. Alles schön im gelben Schein hier. Kriegen wir trotzdem hin, Leute. Wow. Achtung, kommt ein Mario geflogen. Bams. So, willkommen in der Galaxie. Ah, ich nehme mal die Abkürzung. So, okay, also an sich, Tempo ist nicht wirklich für uns so, was die Zeit angeht. Aber hier kann er nicht lang. Geboots. Oh Gott, ich trottel. Mann, ich dachte, ich kann ihn austricksen. Ach, voll krass, wie das Wasser ins schwarze Loch gezogen wird. Voll übel. Noch einmal natürlich. Und nochmal. So, gleich das Leben wieder zurückholen. Oh, Kamera nicht so fies ändern. Jetzt müsste er gleich wieder hier ankommen. Genau. Und. Jomsen! So, lass uns durch. Oh Gott, da kommt er schon wieder zurück. Bam! Alter.
Der hat uns voll zerquetscht. So. Na. Na, ja, 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 ja. Ja. Okay. Quatsch. 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 Was macht denn der jetzt? Okay. Okay, der rollt hier komplett rum. Hier lang. So, 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 so. Dann sind wir ja schon wieder. Jetzt haben wir ja schon wieder bald. Ja, gut. Quatsch. Zack. Zack. So, und jetzt habe ich das hier gemacht, ne? So, lass mich vorbei. Oh Gott, aber schnell, ey. Aber schnell jetzt. So. Nein! Nein! Oh Gott! Nein, was? Ey! Ich wollte jetzt gerade diesen Long Jump machen und er macht erstmal Trappu! Macht erstmal eine Rückwärtshaltung nach oben, weil er im geduckten Modus war. Oh. Okay, das war jetzt eine Friemelarbeit. Ja, den wollte ich gerade machen. Um noch ganz schnell vorbei zu jumpen, aber er macht erstmal. Einfach hier. Wham, ja. Und dann den Tod. Ich hätte es aber noch eigentlich retten können. Nein, 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 komm. Oh, jetzt brutal zerquetscht. Verdammt. Egal, nochmal. Ach, ey, herrlich. So, zack. So, jetzt muss ich aber schnell machen hier. Wounds und Gwounds. So, hinne machen, jetzt kommt der echt wieder zurück. Oh, Mario springt aber auch so lahmarschig hier in dem Level. Nein! Was? Wieso bin ich nicht drauf gelandet? Ja, ist das nicht. Macht das nicht Spaß, Leute? Mir ja. So, hier ist der Tempostern. Hier muss man hektisch sein, oder kann man nicht hektisch sein? Du musst einfach den ganz normalen Weg hier. Zack. So. So, du musst ja auf den Musiker hier warten. Weil der kommt ja irgendwie gleich wieder zurück und so. Gut. Zack. Bams. So. Okay. Hopp. So schnell. Da kommt er mir schon wieder. Da kommt er wieder. Oh. So, okay. So, hier lang. Nein. Was? Och, Mann. Wow. Ich hab zwei Leben. Oh, noch 12 Leben habe ich nur noch. Ich bin trotzdem gefasst. Ja. So, ey, wie die Kamera sich mal umdreht. So, komm schon, schnell. Den passen wir noch ab. Und, ja. So, renn Mario. Ich glaube, Rennen ist besser. Wenn er springt, dann fliegt er irgendwie immer so lange. Oh, so natürlich hier in dem Modus. So. So, okay. So. Da schiebt sich aber ganz schön schnell alles. So, okay. Ach, och, Mann! Ich dachte, ich wäre jetzt an einer anderen Stelle gewesen. Oh, ich hab's. Sorry, da habe ich jetzt falsch gedacht. Falsch gedacht. Irgendwann werde ich hier so gut. Ich werde das Level irgendwann im Schlaf beherrschen. Ich könnte glauben. So, lass mich mal durch hier. Hup. So, das hier ist, glaube ich, ganz gut. Den Jump da zu machen. So, dann Achtung, nicht runterschieben lassen. Nicht schon wieder. Was? Was? Habt ihr das gesehen? 12 Leben immer noch. Ist ja klar. Alter, die Tempoplaneten, ne? Die Tempokometen. Das sind ja keine Planeten, das sind ja Galaxien, aber die Kometen sind, was weiß ich, was das ist, aber trotzdem voll gemein. Okay, Quatsch. Genau. Ich bin gestorben, obwohl ich auf der richtigen Seite war. Der Rand hat mich zerquetscht. Das muss man auch erstmal schaffen. Okay, Leute. Ist aber Feierabend jetzt hier. Hört auf zu lachen, hört auf fiese Kommentare zu schreiben. Und wir schaffen das jetzt. Da in die tollen Zähne bist du von mich erwischt. Ups. So. Okay. Das war ja auch gerade voll mies. Ganz komisch zurückgeschoben. So. Okay, und hier achte ich jetzt darauf, dass ich jetzt nicht bei der ollen komischen Stelle bin. So, der rollt ja hier allgemein rum. So, genau. Ich dachte, ich wäre an der Stelle, habe ich jetzt gerade gedacht, dass ich schon wäre. Wo der denn nicht mehr weiter kann. So, er kommt wieder zurück. Und go. Wo ist sie so nah? Ich habe beinahe wieder verletzt, dass sie mich ja auch töten kann. So. Oh Gott. Ach, Raums. So, schnell. So, da warte ich jetzt. Oh Gott! Okay. Ja! Okay. Ich glaube, der schwerste Teil ist hinter uns, oder? Gut. Ja, na, ihr seht da. Zack! Und Kick! Oh, ein wunderschöner Stern.
Nicht ganz wohl verdient, aber immer noch geil. Ach, ich fühle mich wohl bei diesem Sieg. Tempoplaneten, ey. Aber okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich auf die Suche machen sollte nach diesem Geheimstern. Zumal ich ja nicht weiß, in welcher Mission der eigentlich ist. Da muss ich mal später gucken. So, Himmelskorridor. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Nicht speichern. Gleich weitermachen. Oder kann ich den anwählen? Nee, wenn er Fragezeichen ist, dann glaube ich mal nicht. Gut, gehen wir die Phantomgalaxie besuchen. Dort hinten mit riesigen Fleischstückchen und Knochen, die da rumschweben. Schlaraffenland? In Fies? Wer weiß das denn schon? Rette Luigi aus dem Spukhaus. Luigi! Was macht Luigi? Ach du Scheiße, rette Luigi aus dem Spukhaus. Er hat voll Angst. Obwohl er zu dem Zeitpunkt schon längst Mario Luigi's Mansion Profi ist. Schon spooky. Warum ist das ja alles auf den Kopf gestellt? Und warum landen wir hier bei den Toads? In seinem Raumschiff. Peng! Wow, einfach bloß, um einen schönen kleinen Einblick zu bekommen. Was seid ihr? Ihr seid doch Goombas oder was? Wollt ihr mich komplett verarschen? So. Und, Schubs! Oh. Nein! Okay. So. Und hier ist blaues Feuer. Ah! Was macht es? Es leuchtet blau und verbrennt mir den Po! Ah, stimmt, habt ihr mir auch erzählt. Ich soll in der Luft, zack, und dann die Hinterbombe machen. Dann mache ich so einen gezielten Sprung. Das ist gut. Hau mal ab. So, okay, zweimal. Oh mein Gott, hier dreht sich ja... Oder Kettenhut hier, hallo. Rollt er einfach so lang. Los. Schnell, Mario. Nein. Schnell, Mario! Schnell! So, im Spukhaus drin. Oh Gott. Oh, die Mucke. So, dann kommen wir ins Licht, Kumpel. So, ein Trottel. Er sieht doch das Licht. Okay. Hier haben wir eine Bowser-Statue. Die wir natürlich erstmal gleich kaputt machen, was aber nicht geht. So, okay. So. Ich guck mich einfach mal ganz genau um. So, was? Mit Tod? Geister sind empfindlich gegenüber Licht, habe ich gemerkt. So. Achso, das Feuer kann ich ausmachen. Cool. Was passiert, wenn ich alle Feuer ausmache? Na, stimmt nicht. Da haben wir unseren komischen Geisterface. Freut er sich mal wieder. Au, ey, ich hab dich angewirbelt. Du aller Sack. Da, ah! Komm her, Geist. Ich brauche eine Münze. Ich brauche eine Münze. Nein. Wo ist denn der olle Geist jetzt? Geist. Ah, der hat einen Schlüssel. Der Sack. So. In den Absturm hier. So, dann komm mal her. Ja, da leckt er sich die Sicht. Guck mal, eine große Lampe. Oh, cool. Ich mag Licht. Ja, Trottel. Und die Tür ist offen. Was wollt's sein? Das ist doch. Da ist doch irgendwo lang. In dem Ding hier. Ich kann die Kamera natürlich nicht ändern. Ich mach jetzt auch mal ganz Licht aus. Vielleicht liegt euch daran. Oh shit. Einfach reingejumpt. Okay, push the button. Ja, Mike ist doch nicht mehr das Licht an oder aus, nö. So, Stinky. Ach man, jetzt stirbst halt nicht. Dann kommt er nochmal. Komm runter mit deiner Zunge und schwamm. So, ich kann die auch darin wirbeln. Voll fies. So. Na komm. Komm rein da. Ach Mensch. Komm schon. Du sag. Alles klar. Da. Aber ich will mal versuchen, vielleicht bringt das ja echt was. Hier alles auszupusten. Und dann. Da geht's vielleicht dann da rein. So. Und so. Aber hier kann man doch. Kann ich hier irgendwo hin? Was haben wir hier jetzt? Nichts. Naja, vielleicht ist es irgendwann in einem anderen Level. Kann ja auch sein. Gruselige Mucke. So.
Luigi! Luigi! Wo bist du denn? Hier haben wir erstmal so ein Sternding. Yeah! Und ansonsten... Bams! Alter, voll der Zieljump. Voll geil. Oh, verdammt. Na, zack. Knacks! Das klappt viel besser. Hey, wieso? Komm her. So. Zack, zack, zack. Au, 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 au. Oh. Na, 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 na. Komm her. So. Und Kick. Ah, wartet mal, hier müssen wir irgendwo noch anders lang gehen. Ja, hier wartet gerade, ich hab's gerade funkeln sehen. Komm mal her, komm bestimmt nochmal hier vorbei. Hier war's gerade. Da oben. Oh. Yeah, war einfach so gekriegt. War bestimmt gleich nötig. Aber okay, warte mal, da versuche ich jetzt auch von hier aus dahin zu kommen. Wartet. Hop. Trap. Yeah, Peng! Luigi, wir kommen, Mann! Oh. Geld, Sterne. Ja. Wow, wow. So, Leute. Aber. Das ist Luigi. Hilf mir, Mario! Hilf mir! Was machst du denn da drinne? Komm einfach durchs Fenster raus. Hier passt du da durch. Sind denn überhaupt Glasscheiben hier drinne? Keine Ahnung. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir müssen den Part leider beenden. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Aber beim nächsten Mal, ja, hole ich mir noch den Schlüssel. Wartet. Ja! Wow! Das war knapp. So, ich schätze mal, wir haben eh gleich wieder das Level beendet. Aber naja. Ciao!